Hallo und willkommen zurück zu Schadpunk Vermintfall. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg zur nun dritten Mission, die jetzt hoffentlich einfacher sein soll. Also hier steht jetzt weniger Beute und weniger Gegner. Wäre ja mal schön, wenn wir damit hier ein bisschen Ressourcen auffüllen könnten. Natürlich weniger Beute, aber schlussendlich, wenn, ist ja die Zeit auch limitiert, mit der man was looten kann. Also müssen wir mal gucken. Ich finde, das klingt jedenfalls ganz vernünftig. Da laufen wir mal hin. Wir verteilen unsere Medi-Dinger und der bekommt das. Und dann legen wir los. Rainmill Street, 14 Stunden nach dem Angriff. Okay. Da ist auf jeden Fall ein Teil zum Upgraden und da sind andere Upgrades. Also für mich sieht das jetzt aus wie die anderen Missionen auch. Ich sehe da jetzt keinen Unterschied. Die Hauptpunkte sind ja sowieso das hier und das. Also von daher. Und das hier ist aber ziemlich blöd gelegen. Weil da müssen wir runterlaufen und dann wieder hoch. Und einer muss dann da oben das gleichzeitig starten. Also der Aufbau hier ist schon gar nicht mal so gut. Laufen wir mal nach da unten. Da sind keine Gegner. Okay. Dann stürmen wir da auch direkt weiter. Mhm. Und er hier. Jawohl. Die sind alle gleich schnell. Wir sehen noch niemanden, aber da oben könnten schon durchaus welche sein. Wir nehmen mal den hintersten. Der kann sowieso nicht viel weiterlaufen. Okay, wir sehen da oben noch immer niemanden. Also sollte das eigentlich sauber sein. Jawohl. Sehr ruhig. Okay, wo gehen wir jetzt entlang? Wir müssten eigentlich nach da unten. Aber das ist natürlich auch ein super Umweg. Eigentlich müssten wir mehr da durch. Und eventuell, dass wir den Roboter runterschicken oder sowas. Dann laufen wir mal ganz schnell darüber. Da unten ist eine Ratte. This one is big. Okay. Oh je. Oh je. Mhm. Ja, und die haben natürlich jetzt alle mehr Hitpoints. Was kann... Der kommt auch zu mir hin. Okay. Ja, da können wir jetzt auch nicht viel machen, um den da rauszuholen. Wir könnten höchstens... Ne, wir können dem das, diesen extra Effort, können wir dem ja auch nicht mehr geben. Wir könnten höchstens... Ja, die werden den wahrscheinlich... dem nichts tun können. Der ist fies. Was wir machen könnten, wäre den da hochschicken. Also den benutzen wir jetzt mit Rush It. Und dann könnte die, sagen wir mal, dahin laufen oder dahin laufen.
Na, wenn das ein Nahkämpfer ist, dann müsste der ja sowieso. Ja, machen wir den dahin. Hat jetzt immer noch einen Punkt. Und damit machen wir den Overwatch. Ah, der ist immer noch offen. Naja, gut, aber der müsste ja hier unten vorbeilaufen. Also, es sei denn, der läuft hin und her, das wird er nicht tun. Also, ja, machen wir den Overwatch hier. Ob die den natürlich jetzt mit einem Schuss wegpustet, ist dann noch die andere Frage. Tut sie? So, was macht der? Oh, Stomp, Stomp. Gut, gut. Die haben aber natürlich jetzt sehr viele Lebenspunkte. Wir könnten dem diese extra Aktionspunkte geben. Der könnte da unten hinschießen. Ja, machen wir erstmal. Ich würde fast sagen, wir laufen voll drauf und gucken, was wir tot bekommen. Ja. So, also der macht erstmal die da, Shock Attack. Mehr geht leider nicht, aber das ist ja schon mal ein Anfang. Ja, kein besonders toller, überzeugender Anfang, aber es war ein Anfang. So, dann kann die nach da unten und einmal auf den 90% da schießen. Sauber. Und dann könnten wir dem einen extra Aktionspunkt geben. Er könnte entweder laufen und schießen oder der gibt dem noch einen extra Aktionspunkt. Machen wir das. So. Ja. Der benutzt jetzt den. Damit kriegt er vier freie Angriffe. Dann laufen wir dahin. Jetzt hat er noch einen Aktionspunkt und den müssen wir verwenden, um dann nachts ja, den Heat loszuwerden. Achso, der kann jetzt auch noch hier das stampfen. Das ist zumindest ein garantierter Treffer. Ist vielleicht sogar besser. Und das muss man nicht nachladen. Nee, damit kann der aber dann nicht mehr die Hitze wegmachen. Also machen wir erstmal das. Und wir gucken jetzt mal erst, dass wir den. Okay. Das heißt, da müssten wir noch einen Angriff drauf machen. Dann nehmen wir erstmal den. Na, da geht auch nichts durch. Dann der. Okay, ein AP. Wunderbar. Das heißt, er kann jetzt nochmal auf den schießen. Sauber. Und hat jetzt nochmal den. Okay. Wunderbar. Dadurch haben wir jetzt nochmal Aktionspunkte bekommen. Okay. So, weiter geht's. Der läuft dahin zum Looten.
Und dann laufen wir da runter. Zack. Der muss auf jeden Fall da unten hin. Ja, laufen wir voll durch. Es kann sein, dass von da welche kommen dann. Das ist halt da auch noch ein ganz schönes Stück. Ja, laufen wir da schon mal runter. Die muss den hier machen. Aber jetzt kann man so langsam sehen, dass wir eben eine ordentliche zusätzliche Flexibilität haben mit den Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Das war ja vorher eher nicht so, sage ich mal. So, der braucht jetzt zwei Runden. Im Grunde können die ja nur von da uns gefährlich werden. Die anderen Seiten bräuchten Runden, bis sie rangekommen sind. Also sollten wir jetzt unsere Charaktere so hinstellen, dass wir möglichst alle Seiten da abdecken können. Laufen wir erstmal hier rüber. Da ist niemand. Mit dem auch. Darüber. Wir sehen immer noch niemanden. Ja, die werden wahrscheinlich da oder da jetzt reinkommen. Ne, kommen sie nicht. Noch nicht. Da ist auch niemand. Da ist schon tatsächlich sehr wenig los in der Karte. Na, dummerweise müssen wir da noch diese Kiste öffnen. Okay. Weiter. Wir haben Unlocks available. Aber jetzt so nichts, okay. Also da müssen wir hin und da müssten wir noch runter. Wir könnten jetzt da einfach noch hinlaufen. Ah, hier müssten wir sowieso hin. Nothing. Super. Hier könnte man natürlich auch noch ausräumen. Da von unten kann zumindest niemand kommen. Ja, laufen wir weiter. Wir müssen auf jeden Fall einen durchschicken, der hier diesen Bunker schon mal aktiviert, sozusagen. Sehr, sehr friedlich. Okay. Dann sammeln wir den Krempel hier auch noch ein. Naja, nichts. Ja, da sollten wir direkt durchlaufen, um das möglichst bald zu öffnen.
So. Ja, die sind viel zu weit weg. Die sind im Grunde egal. Upgrade-Teile. Die kann jetzt. Ach, der habe ich das Ding gegeben. Das soll die aber nicht machen. Die soll die nur normal öffnen. Das reicht uns. Ja, und die an um die anderen brauchen wir uns noch nicht kümmern. Wir gehen jetzt hier erstmal den Kram noch looten. Looting Spree. Der kann von hier aus in einem Zug durchlaufen. Also wäre es schon sinnvoll, da einfach stehen zu bleiben und zu overwatchen. Dasselbe wird dann wohl für die auch gelten, wenn die dahin läuft. Ja, machen wir das so. Benutzen wir jetzt. Ach, das ist blöd, dass die jetzt automatisch nichts mehr machen kann. Die hätte ja jetzt noch die Fähigkeit benutzen können. Also das wurde auch im Discord angesprochen und der Entwickler meinte, es würde halt den Flow stören, dass die halt immer automatisch abgewählt werden. Aber ich finde, das ist mehr nervig, als dass es hilft. Okay. Ich glaube, da können sie von denen gut angeschossen werden. Also geht der nur mal ein ganz kleines Stück rüber. Overwatch. Neck. Okay, noch drei Runden. Da haben wir 90%. Ja, wir müssen sowieso noch eine Runde, nein, eine Weile ausharren, also ist das wahrscheinlich schon gar nicht so verkehrt. Die Waffe ist überhitzt, vent. Der kann jetzt nicht weit genug laufen. Wir sollten auf jeden Fall hier jetzt möglichst viele. Probieren wir erstmal den aus. Okay. Ja, super. Okay. Wir können dem jetzt einen zusätzlichen Aktionspunkt geben. Oder. Ich weiß nicht, was ist denn die. Ach, das geht sogar da drüber. Okay. Also der sollte schon da runterlaufen. Dann macht der jetzt diesen Skill an. Wie viel Schaden macht der? 3 bis 4. Das heißt, das ist auch ein garantierter Treffer. Der müsste nur dahin kommen. Okay, dann machen wir das. Keep fighting! Naja, es wäre zwar ein garantierter Treffer, den kann er aber nicht abgeben. Das nutzt uns überhaupt nichts. Er kann nicht da runterschießen. No actions. Naja, das hat so nicht funktioniert. Das war blöd.
Wir könnten zwar jetzt hier hinlaufen, aber das nutzt uns nichts. Das bringt auch nichts. Der kann jetzt da weiterlaufen. Der könnte natürlich hier versuchen, wen anzuschießen. Aber ich glaube, der wird jetzt auf jeden Fall zweimal auf den schießen. Und da können wir auch nichts gegen machen. Also wahrscheinlich ist es am besten, hier einfach nur den Overwatch aktiv zu halten. Und dann da wen umzupusten. Ich meine, das hier sind jetzt 4 Angriffe theoretisch. Aber das nutzt halt nichts bei den Chancen. Ja, machen wir Overwatch. Und hier der kann leider nichts machen. Ja, gehen wir darüber. Ja, das war natürlich Unsinn, dann da diese Punkte zu investieren, aber... Da habe ich aber Glück gehabt, dass er nach oben gelaufen ist. Ja, schön. Overwatch. Au. Okay, öffnet in 2 Runden. Wir müssen jetzt schauen, dass wir da möglichst schnell hinkommen. Und dafür sollten wir das hier wahrscheinlich freiräumen. Wie kriegen wir denn den mit seinem Overwatch da weg? Den kriegen wir gar nicht getroffen. Also mit viel Glück könnte sie den treffen und damit Overwatch entfernen. Ja, so habe ich mir das gewünscht. So, jetzt kann der den starten. Der läuft jetzt. Na, machen wir erstmal hiermit. Die kann sonst sowieso nichts mehr machen. Probieren wir das. Vielleicht klappt das ja. Nein, leider nicht. Okay. Schicken wir den darüber. Der kann zumindest zweimal schießen. Bringen wir erstmal den um. Und dann... der sollte schon mal abhauen. Die kann nichts mehr machen. Ja, den können wir jetzt da oben mit 100% erreichen, aber der wird den halt nicht kritisch treffen. Aber der sollte dann zumindest, wenn der noch mit seinem freien Angriff getroffen wird, dann sollte er drauf gehen. So. Oh, der hat, ja, durch diese Fähigkeit zusätzliche Punkte bekommen. Das heißt, jetzt kann der wenden. Der hat sogar 2 zusätzliche Punkte bekommen. Der kann jetzt nochmal dahin laufen. Das Problem ist dann, der müsste den Weg ja auch wieder zurücklaufen. Naja... Also entweder schießen wir
Jetzt noch zweimal da drauf. Ja, probieren wir das. Na, das hat natürlich jetzt nicht funktioniert. Das ist aber blöd. Ja, wir müssen den auf jeden Fall nachziehen. Wir wollen ja nicht von denen angegriffen werden. Wir könnten auch erstmal nur dahin laufen. Naja, das würde auch nichts bringen. Gehen wir erstmal hier hin. Benutzen jetzt tatsächlich diesen Dynamo Boost. So. Es kann sein, dass der den dann jetzt angreift. Der kann quasi nur abhauen. Er könnte zumindest auf, ja, könnte weiter weglaufen und damit die Treffsicherheit von dem verringern. Machen wir das. Okay. So, wir hätten jetzt in einer Runde, dass es bereit wäre. Das ist echt blöd hier. Der muss auf jeden Fall das machen. Den können wir natürlich einfach da stehen lassen. Wie kriege ich das? Ups, wie kriege ich das denn hin, dass ich da jetzt diese Runde mit denen überlebe, ohne drauf zu. Also überlebe, ohne zu sterben. Das wäre ja schon sehr vorteilhaft. Also der. Was für eine Reichweite hat der? Also das wäre schon schön, wenn man den getötet bekomme. Aber auch der müsste jetzt das machen. Der kann auch nur einmal schießen. Ach, der Shock Attack ist kein. Ist kein. Dass der. Dadurch überhitzt, wenn ich das richtig sehe. Ja, es wirkt vielleicht ein bisschen verschwenderisch, aber ich glaube, das ist am sinnvollsten. Damit haben wir den auf jeden Fall erledigt. Jetzt brauchen wir aber natürlich nochmal die Runden, um überhaupt dahin zu kommen, was nicht so optimal ist. Wir müssten jetzt mit denen überall in Deckung laufen. Der hat noch zwei Punkte. Das heißt, er könnte einmal auf irgendwen schießen. Ist aber zu niedrig. Besser wäre es wahrscheinlich jetzt einfach hier abzuhauen. Ah. Okay, der kann aber dahin.
So. Naja, der kommt natürlich jetzt ran. Okay. Das könnte aber ganz gut funktionieren. Das ist offen. Let's move. Okay, fangen wir hier mit dem an. Der muss dahin, kann dann einmal draufhauen quasi. Wir hätten natürlich den Typen immer noch und der könnte möglicherweise viel Schaden machen, keine Ahnung. Der muss wenden. Wir könnten auch einfach versuchen draufzulaufen, aber es wird nicht gehen. Zwei bis fünf. Das ist halt irreführend. Bei King Arthur ist es halt so, dass immer der Minimumschaden angezeigt wird. Hier wird immer der Maximumschaden angezeigt. Also damit kann man halt nicht arbeiten. Ja, der könnte zwar da drauf stampfen und würde beiden damit drei bis vier Schaden machen, aber die haben nun mal sieben. Das heißt, es würde uns da gar nicht oder nicht viel bringen. Naja, ich muss hier wenden und ich muss die da platt schießen, sonst wird das zu viel Schaden. So, der ist weg. Der könnte jetzt sein. Dann würden wir das auf jeden Fall einfangen. Was natürlich auch nicht optimal ist. Aber der kann. Na, immerhin wäre das garantiert. Hiermit würde der hinten noch in Deckung stehen. Wir können auch erstmal das probieren. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Ja. Jetzt probieren wir den auch noch. Ja, das war gar nicht so verkehrt. Okay, dann nehmen wir den und machen das hier drauf. Dann laufen wir hier hin. Stampfen einmal auf den Boden. Und beide im Eimer. Und laufen dann zurück. Und der muss wenden. Jetzt haben wir natürlich immer noch den Typen. Mal gucken, was der jetzt für einen Schaden macht. Gar keinen. Okay. Ich glaube, das mit dem Wenden, das macht da einfach keinen Sinn. Wir sollten wahrscheinlich einfach nur gucken, dass wir alles Mögliche da drauf heizen. Also fangen wir hiermit an. Ah, das sind 54, der muss weiterlaufen. Das heißt, er kann dann aber nur einmal schießen. Der hat null Shred mit der Waffe. Da müssten wir sowieso wenden. Die sollte auf jeden Fall das verwenden. Also sie könnte jetzt da weiter, also weglaufen und dann. Wir haben keinen Shred-Schaden in irgendeiner Form. Das heißt, wir müssten anscheinend immer dann durch diese Rüstung durch. Der kann von hier aus theoretisch auch treffen. Aber dann bräuchten wir danach noch eine Runde.
Wir würden dadurch jetzt einen Angriff bekommen. Ich vermute aber, dass wir hier alles nehmen müssen, was geht. Naja. Naja, das ist nicht gut, aber. Naja. Okay. Oh, nee, das ist noch mehr. Okay. Ja, geht halt gegen die Rüstung. Wieso steht denn da auch 100%? Der ist jetzt hier schon bei 75. Okay, dann probieren wir das so. Naja, der geht jetzt durch die, also nicht durch die Rüstung. Naja. Okay, dann hoffe ich mal, dass das gut geht. Dass wir noch überleben. Oh, da ist ein Schamane oder so. Oh, wunderbar, der läuft in andere Richtung. Ist einfach abgehauen. Das heißt, da müssen wir jetzt auf jeden Fall weiter laufen. Der können wir den Boost anmachen. Naja, dann fangen wir da schon mal an aufzuräumen. Na. Weapon is running hot. Nehmen wir den auch noch. Und damit hat er diesen Trigger bekommen und zwei Aktionspunkte wieder gut geschrieben bekommen. Wenn's. Jetzt kann er immer noch weiterschießen. Die können leider beide nicht schießen. Ja, dann ist es wahrscheinlich das Beste, die Nahkämpfer auszuschalten. No actions. Naja, den können wir quasi nicht. Also ich würde jetzt da auch ungerne vor dem stehen bleiben. Der könnte theoretisch einmal draufschießen. Das könnte zwar reichen, wird aber vermutlich nicht. Ich glaube, das Sinnvollste ist es, mit meinen Leuten einfach nur wegzulaufen. Jetzt kann der. Na, müssen wir mal gucken, ob der was macht. Ja. Close Call. Der wäre jetzt eigentlich tot gewesen. Close Call. Na, da hat man halt jedes Mal eine Chance zu sterben. Und jetzt ist er aber gestorben. Okay. Das heißt, wir müssen da jetzt rüberlaufen. Dann den reviven. Dann können wir mit dem denen wieder einen Aktionspunkt geben. Let's move! Und dann machen wir uns hier komplett vom Acker. So. Weg. Jawohl. Und
weg. Und weg. Und weg. Puh, ja, das sah anfangs so einfach aus, aber das ist dann nochmal so ein kleines bisschen eskaliert. Okay. Rush It war ja schon ziemlich ordentlich. 30% kritische Chance und ein extra Punkt. Ja, das ist schon sehr, sehr krass. Dann nehmen wir das. Tactical Order. Und 30% Hit für 2 Runden. Das ist auch super krass. Clean Weapon. Ja, das ist halt das sind Vorbereitungsdingen. Das klingt zwar gut, aber ich weiß nicht, wie viel das in der Praxis dann bringt. Rapid Venting. Naja, doch, ich glaube, das ist das Beste hier. Was ist denn hier noch? Stress, wir können auch. Dashing Range. Nee, dann machen wir Tactical Order nochmal weiter. Also die Sachen von dem sind jetzt nicht so super überzeugend. Jawohl. Und hier können wir Shock Attack nochmal ausbauen. Bis zu 11. Schaden 3 bis 10. Ja. Das klingt schon irgendwie gut. Hiermit ist noch mehr Movement. Aber ein Punkt Movement Range. Da frittiere ich auch lieber die Gegner. So. Okay. Und dann werden wir uns mal um die Skillpunkte und die Waffen-Upgrades vor allem kümmern. Ja, und der ist halt wieder im Eimer. So, ja, das mit dem Hair-Trigger hat halt hier schon super funktioniert. Achso, man kann die auch wieder entfernen. Aber ja, das sollten wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Upgrades. Und wir könnten sogar hingehen. Aim. Hier entfernen. Ja, auch entfernen. Was hatte der denn überhaupt? Armor Plating, Evasion und... Ah, der repariert sich. Okay. Aber dann machen wir das hier jetzt. Ach, das kostet aber 3. Naja, aber dann würde ich eher den als Tötungsmaschine ausbauen. Wird hier auch angezeigt. Fällt mir jetzt erst auf. Na, wir könnten hier noch zusätzlich was unlocken. Increases Damage, Min Damage, Max Damage. Oder Armor Shredding. Naja, gegen die großen Gegner wird das anscheinend jetzt schon so langsam nötig. Aber gegen die Kleinen, die wir ja hauptsächlich angreifen, macht das keinen Unterschied. Und wir könnten... Overheat Chance. Das heißt, er kann damit einmal mehr schießen, oder wie? Das wäre ja auch schon ziemlich ordentlich. Aber dann würde ich das jetzt nicht verstehen.
Naja, mit den Wänden würde man ja zwei entfernen. Und wenn man das hiermit auch noch kombiniert, natürlich noch mehr. Okay, dann würde ich sagen. Also wir haben jetzt noch zwei Punkte. Dann würde ich die tatsächlich hier auch noch auf den investieren. Um da das einfach das Bestmögliche rauszuholen. Also wir nehmen jetzt die Energy Cell und das Auto-Cooling-System. Oder soll man das, den Schaden nehmen? Ne. Okay. Wir nehmen das Auto-Cooling-System und Energy Cell. Reduce the weapons overheat chance. Ja. Neo. Ja, indem wir einfach alles auf eine Waffe konzentrieren, ist der natürlich dann, oder vor allen Dingen auf einen Charakter, ist der dann schon extrem krass, wenn der einmal loslegt. Und jetzt durch diese vier Angriffe, die er mit diesem Skill triggern kann, da räumt der schon ziemlich ordentlich auf. Jetzt haben wir hier auch nochmal ein Upgrade. Was nehmen wir denn damit? Face the Danger. Das mit dem Stress. Was ist denn hier sonst noch? Hunkering Down. Das ist irgendwie, klingt das nicht so toll. No time to rest. Ja, das hier wäre vielleicht nicht so schlecht. Plus einen zusätzlichen Lebenspunkt wäre auch nicht schlecht, aber. Ah, hiermit kann man das dann zweimal im Kampf verwenden. Aber, also da scheint mir das hier einfach mal einem einen Extrapunkt irgendwo zuzuschieben, doch am sinnvollsten. Also nehmen wir das. Nee, jawohl. Okay. So, was machen wir hier? Wir müssen auf jeden Fall den da wieder heilen. Oh. Noch eine Medaille freigeschaltet. 10 Missions, one game, okay. Dann machen wir. Ja, wir können diese Reparatur starten. Das repariert halt eins. Ich meine, dieser Roboter wird halt nichts essen, von daher. Das machen wir jetzt. Dann nehmen wir das. Und den. So. Dann. Ne, kann die noch nach dem Kram suchen. Wir hätten fünf, aber das lohnt sich auch nicht. Wir haben kein Material. Also können quasi nichts bauen. Also was wir jetzt wieder machen können für diese vier Punkte, ist diese. Ja, bei dem macht das sowieso einmal auf jeden Fall Sinn. Aber wir können diese Crit-Chance bei ihm jetzt auch nochmal weiter ausbauen. Ja, das kommt natürlich auch nochmal zu dieser Sache hinzu, dass der immer stärker wird. Also mit diesen, den ganzen Upgrades. Okay, ja, leider haben wir hier jetzt nur zwei von. Das ist ein bisschen unglücklich. Also einer wird kein Heildingen haben. Okay.
Jetzt können wir wieder die Nahrung verteilen. Distribute Food. Wir haben auf jeden Fall genug. Die kriegt aber trotzdem nichts. Dodge Chance Bonus. Ja, da kann man, glaube ich, drauf verzichten. Und. Jawohl. Ah, Dreadful Views. Jetzt haben wir mehr Stress während des Kampfes. Okay. Okay. Ja, dann würde ich sagen, probieren wir das als nächstes. Damit können wir ein Event runternehmen. Das mit den Lebenspunkten, das ist auf jeden Fall ziemlich krass, weil irgendwo ist natürlich dann so dieser. Eigentlich ist das Threshold beim letzten Mal schon überschritten. Aber jetzt sind wir ja auch mit diesen ganzen, mit den ganzen Nahkämpfern immer schon beschäftigt. Das wäre schon ordentlich, wenn wir das auch wegbekommen würden. Also, ja, werden wir uns beim nächsten Mal hier um die Tougher Vermin kümmern. Das soll es aber für dieses Mal gewesen sein. Neue Folgen alle paar Tage, also am besten den Kanal abonnieren. Ich danke fürs Zuschauen und sag ciao und bis zum nächsten Mal. Bye bye.